Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder so ein Sit-Down-Video. Ich sitze wirklich ganz unten auf dem Boden. Ich hoffe auch, es hallt nicht, weil dieser Raum schon recht groß ist, aber nicht so vollgestellt. Also ich sitze bei uns im Esszimmer, weil es ist Sonntag und mein Freund belagert gerade das Wohnzimmer und ich will ihn da jetzt auch nicht unbedingt wegschicken, sonst quengelt der nur rum und dann kann ich nicht in Ruhe mein Video drehen, aber ich glaube, es geht. Ich möchte euch nämlich heute ein bisschen was über mein Deutschstudium erzählen. Ich bin zwar erst im zweiten Semester, aber die Videos, die ich zu meinen anderen Studiengängen gemacht habe, die verlinke ich euch gerne mal. Oder vielleicht packe ich euch die auch in so ein i rein, wenn ich das hinkriege. Die habe ich auch im zweiten oder dritten Semester gemacht, soweit ich weiß. Also da hatte ich auch noch nicht den kompletten Überblick, aber ich dachte mir, vielleicht ist es auch ganz gut, mal so eine Anfangssicht zu haben und dann am Ende von meinem Bachelorstudiengang werde ich auf jeden Fall nochmal so ein ganzes Resümee zu meinen Studiengängen machen und nochmal komplett aufklären, wie der Bachelor jetzt abgelaufen ist. Aber ich dachte mir jetzt, nach dieser Abi-Phase beginnt ja oft auch die Bewerbung für die Studiengänge und vielleicht hilft dann schon mal so ein erster Einblick in das Studium, um euch bei der Entscheidung zu helfen. Also falls ihr vorhabt, Deutsch zu studieren, dann hilft euch das Video hoffentlich. Bei vielen Unis, die jetzt zum Beispiel auf Grundschullehramt studieren, das ist ja so das Thema auf meinem YouTube-Kanal, kann man ja auch sich oft entscheiden zwischen Deutsch und Mathe. Ein Video zu Mathe habe ich auch schon gedreht. Das findet ihr dann in der Infobox verlinkt oder in so einem i, I don't know, wie ich es hinkriege. Auf jeden Fall findet ihr das hier irgendwo in diesem Video vernetzt. Da könnt ihr dann auch gerne nochmal vorbeischauen, wenn ihr dann noch so ein bisschen am Überlegen seid. Und ja, ansonsten dachte ich mir, fange ich direkt an mit meinem Video. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, die ich jetzt nicht kläre, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Die können entweder zum Deutschstudium sein oder generell zu meinem Studium. Da kann ich auch gerne nochmal ein Q&A machen. Hatte ich auch schon mal eins gemacht, aber das ist auch schon etwas länger her, auch schon wieder ein Jahr bestimmt. Nochmal vorab als Info, ich studiere in Niedersachsen, aber auch in Niedersachsen gibt es mit Sicherheit Unterschiede. Ich will mich da jetzt nicht zu 100% festlegen, aber ich denke mal, so dieses Grobe ist relativ gleich. Ich habe auch eine Freundin, die in NRW studiert, da ist es ähnlich. Allerdings studiert sie Grundschullehramt mit Mathe und Deutsch. Das heißt, der Umfang ist da etwas geringer, als wenn man jetzt so wie ich nur Deutsch studiert. Aber ich denke mal, für diesen groben Überblick, was einen so erwarten könnte, ist das hier ganz gut. Und jetzt habe ich schon wieder viel zu lange geredet und fange an mit der Vorstellung vom Studiengang Deutsch oder Germanistik. Ist es nämlich das Gleiche. Und manche nennen es Germanistik, manche nennen es Deutsch. Im Großen und Ganzen ist das Studium in zwei Bereiche aufgeteilt. Einmal den grammatikalischen Teil und einmal den literarischen Teil. Aber keine Sorge, in dem literarischen Teil müsst ihr keine Analysen schreiben, keine Interpretation und generell ihr müsst keine langen Texte schreiben, keine seitenlangen Texte, so wie man das im Abi oder generell in der Schule machen musste, das gibt es nicht mehr an meiner Uni. Soweit ich weiß, gibt es das generell nicht mehr. Also es ist hier alles ohne Gewähr, aber ich sage jetzt mal, es gibt es nicht. Da hatte ich nämlich auch Sorge vor, weil das ja immer dann sehr wertend ist. Und dann dachte ich mir, Professoren, die kennen einen zwar nicht, deswegen sind die dann vielleicht nicht so ganz vorher eingenommen, wie man es vielleicht in der Schule ist, aber ich denke mal, das ist schon schwierig, dafür gibt es halt Hausarbeiten oder was. Vielleicht müsst ihr dann da auch mal so einen Teil interpretieren, aber wenn ihr so eine Klausur schreibt, dann müsst ihr keine Klausur als Analyse oder was schreiben, sondern da gibt es dann mehr andere Dinge, da komme ich aber dann sofort später nochmal drauf zurück. Kommen wir zuerst mal zum grammatikalischen Teil und der heißt bei mir Syntax. Da gibt es immer mehrere Module, die auch teilweise aufeinander aufbauen und die auch immer aus einer Vorlesung und einem Seminar bestehen. Im Großen und Ganzen geht es da um Fälle, also um Nominativ, Genitiv, Dativ, generell um Nomen, um Verben, um Adjektive, um die Form und Funktion von Wörtern, also ob das jetzt ein Substantiv in dem Satz ist, ein Genitivobjekt, ein Akkusativobjekt,
eine Präposition, also diese ganzen grammatikalischen Dinge, die es gibt, lernt ihr da nochmal und müsst ihr dann auch anwenden können. Also in der Klausur steht dann zum Beispiel der Satz, Tom backt einen Kuchen, und dann müsst ihr von jedem Wort in dem Satz wissen, was das ist. Das finde ich schon relativ schwer, das konnte ich einfach noch nie. Es fällt mir auch jetzt noch schwer, egal wie viel ich dafür lerne, es ist halt einfach nicht mein Ding. Aber wenn man die ganzen Wörter kennt und das auch das ganze Semester über wiederholt, dann ist es auf jeden Fall machbar. Und zum anderen geht es dann, den Teil finde ich eigentlich echt cool, um den Aufbau von Wörtern. Also da fallen dann so Begriffe wie der Silbenkern, also A, E, I, O, U in den einzelnen Silben, Silbenanfang, Silbenendrand. Was ich auch super spannend finde, ist die Transkription von Wörtern. Also das kennt man ja vor allem aus so Vokabelbüchern, wenn dann hinter dem englischen Wort zum Beispiel diese Lautschrift steht, dass man halt wirklich weiß, wie das Wort gesprochen wird. Und dann muss ich zum Beispiel die ganzen einzelnen Phoneme lernen, also die ganzen einzelnen Lautbuchstaben quasi. Und man muss dann auch wirklich die Wörter dahin umwandeln. Also man hat das Wort Haus und muss dann wissen, wie das in der Lautschrift aussieht. Das kann man aber üben, das ist auch nicht so schwer. Das muss man einfach auch lernen, wann welches Phonem benutzt wird. Aber das übt man auch wirklich viel in der Vorlesung. Und das ist dann auf jeden Fall auch machbar und ich zumindest habe es auch gut hinbekommen, obwohl ich es am Anfang auch nicht gedacht habe. Ich habe am Anfang gedacht, das ist ultra schwer, aber es ist auf jeden Fall machbar und wenn man das übt, kriegt man das auch hin. Da kann man auch ganz leicht, wenn man auf eine Klausur lernt, dann nimmt man sich einfach irgendein Wort, gibt im Internet, ich glaube bei Wiktionary oder so, oder im Duden, da steht das dann auch ganz oft hinter, wo man das kontrollieren kann und dann kann man das auch wirklich üben. So, mein Akku ist leer gegangen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo ich war. Das ist nämlich jetzt, glaube ich, schon fast 2 Stunden her, dass ich gefilmt habe. So rum. Meine Haare habe ich jetzt auch nicht nochmal neu gemacht. Ich denke, das geht für die letzten paar Minuten. Ich glaube, ich war bei der Klausur. Ich hoffe, dass ich den Rest gesagt habe, aber ich glaube schon. Also zu der Klausur nochmal. Man wendet die Sachen einfach nur an. Also man muss dann auch sagen, was das und das Wort in einem Satz für eine Funktion hat, oder man transkribiert Wörter, oder man hat ein transkribiertes Wort und muss dann sagen, was das für ein richtiges Wort ist. Und hat dann quasi Anwendungsaufgaben zu den Sachen, die man geübt hat. Oft ist es auch so, ich hatte jetzt nur Online-Klausuren, deswegen kann ich nicht sagen, ob es wirklich auch in normalen Klausuren ist, aber ich meine schon. Ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, hat man dann zum Beispiel auch Zuordnungsaufgaben, dass man zu einem Fachbegriff dann die Definition zuordnen muss oder zu einem Fachbegriff das Beispiel zuordnen muss. Sowas in der Art ist dann die Klausur. Dann kommen wir noch zum Literaturteil. Und man kann jetzt vielleicht denken, dass man eine Analyse schreiben muss, habe ich aber schon gesagt, muss man nicht. Man geht nur nochmal die ganzen Sachen durch, die man in einer Analyse zum Beispiel auch anwenden würde. Also sowas wie Reimschema, Metrum, rhetorische Figuren, Versmaß, sowas lernt man dann alles nochmal. Ich finde das halt auch gut, weil man hatte das eigentlich alles schon in der Schule. Also da gibt es wenig, was man noch neu lernt in Deutsch bis jetzt. Weshalb das dann auch einen relativ geringen Lernaufwand hat. Also ich habe immer nur auf Kurzzeitgedächtnis gelernt in der Schule. Das heißt, ich musste das für mich immer noch alles wiederholen und auswendig lernen. Aber wenn jetzt jemand wirklich das inne hat und die ganzen rhetorischen Figuren kennt, dann ist auf jeden Fall sehr viel Lernaufwand für die Person schon mal weniger. Da muss man dann auch einfach das zum Beispiel Beispiel zuordnen in der Klausur. Also dann steht da zum Beispiel so eine Strophe oder was und dann muss man da sagen, was für ein Versmaß das ist, was für ein Reimschema das hat. Dann ein anderer Punkt ist, dass man in diesem Literaturteil auch wirklich Literatur liest. Also ich hatte jetzt in einer Vorlesung oder in einem Seminar, ich weiß gar nicht genau, was es jetzt war, aber ist ja auch egal, musste ich für die Klausur 4 Bücher lesen. Die gab es aber zum Beispiel auch auf Spotify und man konnte sie sich als Hörbuch anhören, deswegen ging das dann auch.
und musste dann in der Klausur inhaltliche Fragen dazu beantworten. Dann habe ich zum Beispiel dieses Semester eine Vorlesung zum Thema Novelle. Also da wird wirklich nur über die Novelle gesprochen, um bekannte Novellen, um Autoren, um den historischen Hintergrund. Dann habe ich aber zum Beispiel auch eine Vorlesung, wo es um die Schuldramatik, also um die Literatur vom 15. bis 17. Jahrhundert gibt. Also es hat auch viel mit der Vergangenheit noch zu tun. Es gibt aber ganz, ganz viele verschiedene Angebote, sodass man wirklich gucken kann, was einen interessiert. Genau, allgemein kann man dann aber auch noch sagen, dass es häufig vorkommt, dadurch, dass man halt diese freie Wahl hat, dass sich Sachen doppeln. Und was man noch sagen muss, ist, dass es in Deutsch oft auch eine Prüfungsvorleistung gibt. Das ist nicht in jedem Fach und nicht in jedem Seminar so. Aber gerade so bei diesen grammatikalischen Fächern ist es auf jeden Fall immer gegeben. Das ist ungefähr immer nach der Hälfte des Semesters, muss man einfach eine Prüfung schreiben. Und nur wenn man die besteht, wird man dann zu der richtigen Prüfung zugelassen. Ich hatte jetzt zum Beispiel im letzten Semester das Pech, dass ich die Prüfungsvorleistung online schreiben musste innerhalb von einer Stunde. Also es war wirklich unter richtigen Klausurvorgaben. Und das hat mich total gestresst und wie gesagt, das ist einfach nicht mein Ding gewesen. Deswegen habe ich da auch nicht bestanden und war dann quasi raus für das restliche Semester. Und jetzt in diesem Semester habe ich wieder das Gleiche gewählt. Da ist es dann aber so, dass ich eine Woche Zeit habe, um diese Prüfungsvorleistung abzulegen. Und das ist wirklich von Professor zu Professor unterschiedlich, wie die das handhaben. Man kann Glück haben, man kann Pech haben. Ich finde es eigentlich ganz nice, dass ich jetzt eine Woche dazu Zeit habe. Dann kann man auch in Ruhe nachgucken. Ist natürlich dann schon schön, wenn man schon mal so eine Prüfungssimulation hatte, aber so ist es im Vorfeld, glaube ich, einfach besser, wenn man noch nicht so viel Zeit hatte zu lernen. Und ja, das war's. Nee, doch noch nicht. Zwei Sachen habe ich noch. Und zwar gibt es auch zu den meisten Vorlesungen ein Tutorium. Das sind einfach andere Studierende dann nochmal, die mit einem nochmal den Inhalt der Vorlesung durchgehen und auch in der Regel Aufgaben zur Verfügung stellen, was auch echt sehr hilfreich ist. Denn ich finde es super schwer, im Internet Aufgaben zu finden, wenn man jetzt zum Beispiel Aufgaben zu Bestandteilen der Silbe oder was raussuchen möchte, findet man nur Sachen für die erste Klasse. Also wie man Silbenklatsch oder also Sachen, die man wirklich in der Grundschule macht, die einem nicht helfen. Mein Tipp ist dann aber, falls ihr jetzt auch Deutsch studiert und es euch ähnlich geht, dass ihr euch entweder mit einer Kommilitonin zusammensetzt und ihr euch gegenseitig einfach Aufgaben erstellt. Das kann man sehr gut machen. Oder so mache ich das zum Beispiel, weil ich jetzt noch niemanden so groß in meinem Studium kennengelernt habe, leider, dass ich mir einfach jetzt schon Aufgaben fertig mache, die ich dann in meiner intensiven Klausurvorbereitung selber durchgehen kann. Und das war's dann mit meinen Informationen. Jetzt gerade am Ende bin ich einfach nur durchgehasselt, weil ich sonst echt zu viel laber und ich war absolut schon raus. Ich hoffe, euch haben die Tipps trotzdem noch was gebracht. Wie gesagt, schreibt mir gerne noch Fragen, die ihr habt, in die Kommentare. Das muss nicht unbedingt zu Deutsch sein, das kann auch zu einem kompletten Studium sein oder. Also fühlt euch da frei und schreibt gerne Sachen, die ihr noch wissen möchtet, in die Kommentare. Die beantworte ich dann auf jeden Fall nochmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.